ein Schlag ins Gesicht. So kommt's irgendwie leicht rüber. Hit. Hits. Also ehrlich, ich wurde geplagt so bei so einem Namen. So, ha, 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 warum, ha, ha, ha. Ha. I. T. H-I-T-S. So, gut. Ihr kennt meinen Namen. Toll. Dann mal reinspaziert. Bitte, hoffentlich lässt du mich raus. Wenn du mich rauslässt, wäre schon was Gutes. Weil ich könnte unruhig rauskommen. Ich will ja wieder eingesperrt sein, dass ich auf den nächsten warten muss. Ihr habt mich gefunden. Na großartig. Wenn ihr mich finden könnt, können die es auch. Ich hätte niemals versuchen sollen, die Fokuspunkte zu studieren. Aber woher sollte ich wissen, dass Jack auch an ihnen interessiert war? Ja, Messer Jack. Ich habe keine Zeit für Erklärungen, aber ihr könnt mein Notizbuch lesen, wenn ihr möchtet. Ich will es nicht mehr. Wenn ihr mich jetzt bitte entschuldigt, ich muss weiter. Es ist hier nicht mehr sicher für mich. Und das dank euch. Was? Willst du das verstehen? Ich glaube nicht. So. Hier fehlt dir nichts Interessantes. Außer eine Truhe, die man noch nicht öffnen kann, weil wir nicht genug Schlüssel haben. Sucht in der Gilde nach weiteren Quests. Ja, mach ich. Ja. Wir retten jemanden und das ist der Dank dafür. Kettenpanzer Leggings. Oh. Kann es sein, dass wir die komplette Rüstung hier bekommen? Vom Kettenpanzer? Wenn ja. Oh, cool. Ey, das ist natürlich interessant, weil da brauchen wir die nicht mehr zu kaufen, großartig. Und Messer Jack, wie gesagt, diesen Namen hasse ich. Das ist nicht ohne Grund. Ah, wir haben fast diese Kiste übersehen. Lass bitte noch ein Teil drin sein, noch ein Kettenpanzerhemd. Die Ankurshammer. Ich will hier aber was Schnelles haben, wo ich noch ausweichen kann. Das Katana bringt ja sowas. So, da werde ich mal zum See hingehen. Also wenn ich alle Orte so erkundet habe, werde ich wahrscheinlich auch offscreen erstmal die verpassten Silberschlüssel erstmal einsammeln gehen. Also wie gesagt, für mich persönlich die Silberschlüssel eingehen. Es hat nur so, kommt man nicht weiter. Witchwood See erstmal. Genau, wie gesagt, Witchwood See, dann. Naja, ich glaube, eine böse Tat werde ich machen. Oder muss mal gucken, was ich da mache. Nein, kein Silberschlüssel. Aber ein paar Händler sind da vorne. Ja, handel bevor ich Tätowierung entferne. Na gut, das sieht gut aus. Hey!
Komm, Patria, komm. Na komm, zeig dich doch. Falschen Zauber. Schaden. Was? Hat das was der Schaden aber gemacht? Okay. Jawohl, gut, das ist ein schöner Schaden. Wir werden das mal alle Gegner das mal erkunden gehen. Und die Truhen hier öffnen. Und dann werde ich glaube danach offscreen, so wenn wir die Gegner erkundet haben, erstmal, werde ich erstmal offscreen, erstmal gucken gehen. Flammenverstärkung. Wow. Da werde ich offscreen die Silberschlüssel ein bisschen sammeln gehen erstmal. Wo die alle Silberschlüssel erstmal sind. Ihr habt das gefangen. Wendenskraft Meister Elixier. Wir werden nämlich erstmal alle Kunden, erstmal wird erstmal die Jorbe erkunden gehen und dann werde ich das erst erledigen. Also nicht euch wundern, dass auf immer mehr Spielstunden da sind auf einmal. Knotthor geht. Ah, ich kenne diese Gegend. Ich kenne diese Gegend. Apropos, wie ist eigentlich unsere Miete bisher? Also dort bei Bowerstone. Dies ist das Dorf Knothole Glade. Es wird von Belverinen angegriffen. Daher sind die Tore momentan versperrt. Kommt zurück zur Gilde und nehmt eine Quest an, um dort zu helfen. Okay, gut, hier seht ihr nochmal das neue Haus zu kaufen. Ja. Und dann, wie gesagt, freue ich mich schon auf die Kettenpanzerung, wenn ich sie endlich habe. Und dann, ja, wie gesagt, wird um einiges größer werden, stärker werden. Und dann werde ich erstmal offscreen nach diesem Part, also nachdem wir hier erstmal so wieder alles erkundet haben. Ja, da werde ich erstmal an der Weile. Werde ich erstmal alle Silberschlüssel formen, die ich bisher verpasst habe. Bisher. Ja, ohne Silberverstärker, wie gesagt, bringt es gar nichts gegen das Kämpfen. Großartig. Zur Arena, Witchwood Arena. Da haben wir sie schon. Und dann gleich noch ein bisschen Ausrüstung holen. Vielleicht mal ein stärkeres Schwert holen? Bekommen? Wäre vielleicht mal eine Idee. Es ist wahrhaftig Assassino. Ich glaube, wir können euch ein besonderes Angebot unterbreiten. Todbringer, Gladiator. Ah, hier. Todbringer, Pilger, Gladiator, der Sensenmann. Hey, Todbringer klingt schon gut. Die Geisel des Witchwoods. Fiese Dinger. Ja, ab hier würde ich mal, wie gesagt, das ist mal ein kürzerer Part, ist auch nicht schlimm, weil ich werde jetzt erstmal die Silberschlüsselform gehen. Also, und dann gucken, dass ich die Dämonentöne aufbekomme, weil ehrlich, das ist ein bisschen unspektakulär. Naja, wie gesagt. Bis zum nächsten Mal, sehen wir uns genau bei der Quest, bei der Balverine Quest und ja, auf Wiedersehen. Hä? Ja. Die stärksten Angler Elbiens auf der Jagd nach dem größten Fang. Und ich bewerte die Besten. Natürlich gibt es niemanden, der besser angeln kann als ich damals, aber jetzt ist es Zeit für Nachwuchs wie euch.
Bringt die Fische her. Wenn sie groß genug sind, kriegt ihr von mir Preise. Auf dem Schild da drüben findet ihr alle nötigen Infos. Lest es ruhig. Viel Glück! Gut, Moment, wir haben doch Fische. Ich sehe, euer Sack ist heute schwer. Dann wollen wir mal sehen, was? Beim Seeteufel ein wahres Monster. Euer erster Preis ist gleich der Hauptpreis. Schätze, ihr bekommt wohl auch den zweiten und dritten Preis. Ein Hut, eine Angel und ein Silberschlüssel. Gute Ausbeute. Genau. So, wie gesagt, das haben wir da verpasst. Was zwischendurch zu dem Part. Also wird wahrscheinlich dazwischen kommen. Da kriegt man nämlich ebenfalls einen Silberschlüssel her. Ein echter Brocken.